Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Special-Video. Ihr seht's hier am Rand, ihr seht's da am Rand. Ich bin auf meinem Kanal der Sport von YouTube Studio und am Rand da stehen 306 aktuelle Abonnenten. Ja, das hier ist mein 300 Abonnenten-Special. Wir sind nicht mehr bei 300, wir sind mittlerweile bei 306. Ich habe endlich mal die Zeit gefunden, was aufzunehmen, habe mir jetzt auch ausgedacht, was überlegt, was ich aufnehmen möchte. Und das seht ihr jetzt hier heute. Also erstmal ganz vorweg, vielen Dank für 300 Abonnenten. Auf weitere 300 würde ich mal sagen. Also nice Sache, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal bis 300 komme. Schauen wir mal, wie weit es noch gehen kann. Und wie lange wir noch Spaß haben werden zusammen. Ich plane noch ziemlich lange. Also wenn ihr dabei seid, bin ich dabei und dann machen wir das. Gut, aber natürlich, ein Abonnenten-Special wäre nichts ohne Special. Und an diesem Danke war jetzt gerade noch nicht so viel Special. Deswegen gucken wir uns jetzt noch ein bisschen Special an und da habe ich ein bisschen Angst vor, weil das wird richtig, richtig cringy, Alter. Das wird richtig übel. Ah. Puh, es wird unangenehm. Okay, und zwar, ihr seht hier oben schon so ein paar Tabs offen. Und Let's Play Asterix und Obelix XXL1 von meinem Kanal, aber von 2015. Ja, Leute, denn tatsächlich kam mein erstes Video auf diesem Kanal nicht, als ich angefangen habe, Asterix XXL2 zu Let's Playen. Irgendwann Ende August 2019, glaube ich. 21. August oder so in den Dreh. Nein, ich habe schon 4 Jahre vorher, im Jahr 2015, Videos auf diesem Kanal hochgeladen. Damals hieß er noch Zelda-Fan. Und ja, die sind mittlerweile auf nicht gelistet gestellt. Ihr könnt die aber noch angucken, wenn ihr auf meine Playlist auf dem Kanal geht und dann ganz nach unten scrollt, ist da eine Playlist alte Videos. Ich kann euch das ja gerade mal zeigen. Das heißt, jeder von euch kann diese Videos gucken, wenn er möchte. Wenn ihr hier auf Playlists geht und dann auf eigene Playlists und dann hier nach ganz unten scrollt, oder fast ganz unten, diese beiden Playlists seht ihr nicht, die sehen nur ich, aber die hier, alte Videos. Da sind alle meine Videos von 2015 drin, ne? Und Bruder, sind die unangenehm. Oh. Aber wir gucken da jetzt einfach mal zusammen rein und reagieren da mal ein bisschen drauf. Und das wird richtig übel. Das wird richtig, richtig übel, glaube ich. Also, macht euch auf was gefasst. Der Ton ist scheiße. Die Optik ist, naja. Und was ich da geredet habe. Okay. 28. Januar 2015. Das war mein erstes Video, was ich auf diesem Kanal hochgeladen habe. Und ihr seht, es ist ein Video über den New Nintendo 3DS. Es ist ein Meinungsvideo über den New Nintendo 3DS. Der kam damals irgendwie gerade neu raus. Der war gerade angekündigt oder sowas. Und ich dachte so, ey Bruder, geil, du hast doch einen normalen 3DS XL. Lass doch mal da ein Video drüber machen. So, keine Ahnung warum. wir hören einfach mal rein, okay? Wir schnacken gar nicht mehr lange, wir hören einfach mal rein. Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf meinem Kanal, Zelda-Fan. In diesem Video möchte ich mal meine Meinung zum New Nintendo 3DS festhalten. Alter, ich kann jetzt schon nicht mehr weitergucken. Boah, nee. Fuck, wird das übel. Falls ich mich so ein bisschen erkältet anhöre, dann liegt es daran, dass ich erkältet bin. Das war ein Schultag an dem Tag, wo ich das aufgenommen habe. Ich hätte dann normalerweise in der Schule sein sollen, müssen. Aber ich war krank und deswegen war ich zu Hause. Und ja, wie das halt so ist, wenn man krank zu Hause liegt, man langweilt sich und man denkt sich so, ey, was kannst du eigentlich jetzt machen mit der freien Zeit, die du jetzt gewonnen hast? Und naja, dann bin ich dummes Kind auf die Idee gekommen, Alter, YouTube-Channel wär's doch, oder? Und da ist dann das hier mal rausgekommen. Also, wie man hier auch schon gerade im Bild sieht, habe ich zu Weihnachten einen Nintendo 3DS XL in der Super Smash Bros. Limited Edition bekommen. By the way, wer sich wundert, warum das so scheiße aussieht, das war so eine kleine Digicam, ne, die man vielleicht von früher noch kennt, die heutzutage kein Schwein mehr hat, weil ihr das Smartphone bessere Bilder macht. Und mit der habe ich das aufgenommen. Oh, und die habe ich auf so einen Stapel Bücher irgendwie gestellt, damit die von oben so ein bisschen runtergucken konnte, weil ich hatte kein Stativ für das Ding oder so. Ah! Von daher ist das System von vornherein, gibt's neuere, welche Funktionen wurden verbessert. Also, als allererstes mal klappen wir nochmal den alten hier auf, oder alt in Anführungsstrichen. Da habe ich es gerade so. Wer genau hinguckt, der sieht übrigens hier meine Fresse von vor 4 Jahren. Nee, von vor 5 Jahren. Alter, das Video ist 5,5 Jahre alt.
Yo, das ist ja antik, kann ich das Museum ausstellen lassen? Pass mal, sprichst du 3DS offen. Und zwar, bei der neue hat einen besseren 3D-Effekt. Also kennen wir die meisten sicher, wenn man den 3DS so hin und her bewegt. Jetzt labert der halt echt über den 3DS, über den New 3DS, den er gar nicht hat. Aber er tut so, als hätte er voll den Durchblick und redet dann über eine Konsole, die er noch nie in der Hand hatte, noch nicht besitzt und gar nichts. Alter, oh. Wenn man den 3D-Effekt dann hat. Ja, dann wird alles total verschwommen und man erkennt gar nichts mehr. Und das C-Stick wird da genannt. Ich möchte auch mal hier euch was zeigen. Ich habe da so richtig die Editing-Skills rausgehauen, nämlich in dem Video. Wo ist denn das? Moment. Neue Spiele vielleicht sein werden, aber jetzt nicht so direkt von Nintendo. Also ich glaube jetzt nicht, dass so ein neues Mario oder ein neues Zelda exklusiv für den New Nintendo 3DS rauskommt. Ich wollte nur sagen, ich hab's gecallt. Das war am 28. Januar 2015. Ich hab gecallt, dass der New Nintendo 3DS keine First-Party-Spiele von Nintendo mehr wirklich bekommen wird. Kein neues Mario, kein neues Zelda und so weiter. Hab ich damals gecallt. Ja. 5 Jahre später, was wissen wir? Der scheiß New 3DS XL, der hat irgendwie, ich weiß nicht, ein oder zwei Exklusivtitel gehabt und der Rest war's. Also, ich hab's gecallt, Leute. Es wurde ja schon Zelda Majora's Mask 3D angekündigt. Dazu gibt's auch eine Special Edition vom 3DS XL. New Nintendo 3DS XL, so rum. Verwirrend mit einem R. Ja, Rechtschreibfehler darfst du behalten, ne? Und ja, das läuft aber auch auf dem 3DS und ich glaube jetzt gerade nicht, dass da noch ein exklusives Zelda oder Mario für den New Nintendo 3DS rauskommen wird, also. Ja, nein. Ah! Oh mein Gott, ist das unangenehm. Warte mal, wo ist denn hier die Editing Skills? Da sind die Editing Skills, Achtung Leute. Da kommen die richtigen Editing Skills raus. Das Ding ist auch voll eingestaut. Ich hab das nicht mal sauber gemacht, bevor ich das scheiß Video aufgenommen habe. Was ist das? Also beim New Nintendo 3DS, dem normalen, nicht dem XL, sind die gesamten Knöpfe in SNES-Farben vom SNES. Na, habe ich das nicht geil geeditet hier mit den Pfeilen und dem SNES-Controller und dem Bild, was ich bei Google Bilder geklaut habe? Ey. SNES-Controller kennt man das. Gefärbt, also rot, gelb, grün, blau. Und bei ja, das war's eigentlich schon so mit dem wichtigsten neuen. Ich habe da echt einfach 8 Minuten über den 3DS, über den New 3DS XL gequatscht. Von daher brauche ich da sowieso nicht jetzt schon direkt irgendwie ein neues kaufen. Ja, halt doch mal. Es sei denn, man ist so ein Ultra Nintendo Fan und kauft alles sofort beim Release, egal was es ist. Also, ja. Auf jeden Fall, dann ciao und bis zu meinem nächsten Video auf meinem Kanal. Alter, 3 Daumen hoch hat das Video. Warum hat das 3 Daumen hoch? Ihr ehrenlosen Menschen, warum hat das 3 Daumen hoch? Oh mein Gott, Alter. Ist das unangenehm, Leute. Okay, erstes Video down. Das war wirklich das erste, was ich auf meinem Kanal gemacht habe. Vor Let's Plays und allem anderen, das war das erste Video. Jetzt kommt mein erstes Let's Play-Video. Und passenderweise, nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht, nicht ganz mein erstes Let's Play-Video. Da gibt's noch eine Story dahinter, die kann ich euch noch erzählen. Aber egal. Das erste Let's Play-Video, was man aktuell noch findet auf meinem Kanal, ist natürlich Asterix und Obelix XXL. Wie könnte es anders sein? In der Beschreibung habe ich auch nicht so viel Mühe gegeben. Nur so einfach 3 Zeilen rein und gut ist. Ich glaube, auch in den Text hatte ich damals so gefühlt 3 Zeichen drin und dann war es das einfach. Aber auch wieder 3 Daumen hoch und 260 Aufrufe, Leute. Wir gucken mal rein. Schon direkt das rauschende Mikro im Hintergrund. Ich habe es nicht irgendwie stumm gemacht oder so, während ich nichts gesagt habe. Ich habe es einfach drinnen gelassen. Warum auch immer. Übrigens auch, ne, ich habe das Spiel jetzt nochmal gespielt. 2019 war das noch oder war es 2020? Es war 19, glaube ich, noch. Egal. Habe ich es nochmal gespielt und dann ja mit 16:9 Patch und so weiter. Das Video hier ist auch 16:9. Aber nicht mit Patch. Ich habe es einfach breit gezogen. Ich habe einfach ein 4:3 Bild aufgenommen und es breit gezogen. Deswegen sehen die Charaktere alle so fett aus. Oh Mann, Alter. Ja, warum dieses Spiel? Weil ich ein riesen Das Spiel ist auch irgendwie ein bisschen zu laut eigentlich. Ich dieses Spiel liebe. Genauso wie irgendwie mein Gerede hört man kaum. Besser, was den ersten Teil aber definitiv nicht schlecht macht. Kenne ich nicht. Aber okay. Ich habe halt hier die PC-Version und die spiele ich jetzt mit euch. Ja. Denn ich konnte nicht mehr speichern und laden auch nicht. Ja, jetzt erkläre ich gerade, warum ich meinen Spielstand von meinem Windows XP-Rechner nicht übernehmen konnte. So ein Trauer. Ich meine, als ob das für das Let's Play irgendwie irrelevant wäre, aber ich meine, gut. Damals habe ich während den Zwischensequenzen wenigstens aufs Maul gehalten, ne? Heute quatsche ich dauernd dazwischen, weil ich der Meinung bin, ich muss meinen Senf irgendwo zu abgeben, ne? Also hier. Ah. Sei gegrüßt. Gute. Bitte, schlag mich nicht. Ich kann dir...
Seine Truppen waren schließlich stark. Ich da auch nichts zugesagt. Um sich an Caesar zu rächen, quasi. Genau. Gut, wenn sich jetzt einer fragt, die Asterix-Filme hängen ja manchmal mit den Comics oder sowas zusammen. Also Asterix-Comics und so halt, ne? Ist klar, sollte eigentlich irgendwie jeder kennen. Ah! Ah! Helm, dieser kleine silberne da ist normal. By the way, Leute, das Mikro, mit dem ich das aufgenommen habe. Ist zum Teil dieses hier. So ein uraltes Monodiktier-Headset eigentlich. Also es hat auch hier keinen Ton, es hat nur hier Ton. Und dann halt dieses billige Kackding hier, dieses Kackmikro, was man über USB angeschlossen hat. So ein Müll, dieses Teil. Aber das, was ihr gerade hört, ist ein anderes. Und zwar... Und zwar ist es das hier. Es ist genauso billig, aber es hat wenigstens Stereoton. Und dann hier dieses Mikro da hinten. Das hört ihr die ganze Zeit. Oh Mann, Leute. Grauenhaft. Grauenhaft. Wirklich. Alter Vater. So. Alright. Normalerweise also 1, das wäre dann eben 3. Und dann gibt's auch noch goldene Helme. Goldene Helme, die ist das anders. Ja, 10 passt vielleicht ganz gut. Da habe ich das Spiel auf dem Flohmarkt gesehen. Ich war schon damals ein riesengroßer Asterix-Fan. Oh, ich habe erklärt, wo ich das Spiel her habe. Interesting. By the way, Leute, die Videos sind alle nur in 27p. Das ist auch ein Grund, warum ich es jetzt nicht im Vollbild zeige, weil dann wird es nicht mehr schöner, das Video. Ganz ehrlich, es sieht jetzt so schon nicht so gut aus. Und wenn ich das in Vollbild mache... Obwohl, da vorne gibt es sowieso noch genug. Na, egal. Genau. Zack, jetzt hat man dieses Geräusch gehört und jetzt spiele ich hier als Opa. Ja, ich klinge halt auch wie so ein kleines Kiddy, was sich irgendwie vom PC gesetzt hat und der Meinung war, es müsste jetzt Videospiele spielen, ne? Ah, war ich halt auch. Grauenhaft, einfach grauenhaft. Okay, gehen wir weiter zum nächsten Video, das halte ich nicht mehr aus hier. Und das hier ist eigentlich das Schlimmste, Leute. Das hat 26 Aufrufe. Oh mein Gott, ich muss mich bei diesen 26 Leuten entschuldigen und ich bete, dass sie mich nicht auf irgendwie Schmerzensgeld verklagen. Ihr merkt gleich, warum, wenn ihr das Video hört oder den Ton hört, weil dieses Video ist ein Infovideo über mein Mario Bros. 3 Let's Play, was jetzt nicht mehr gelistet ist. Das habe ich nämlich runtergenommen, weil ich dann damals abgebrochen habe. Und darüber, dass mein Laptop-Lautsprecher den Geist aufgegeben hat und darüber, dass ich ein neues Aufnahmeprogramm habe, was keinen interessiert. Wen bockt es, dass du ein neues Aufnahmeprogramm benutzt? Hauptsache, es funktioniert. Aber hey, ich habe ein Infovideo drüber gemacht und hört mal rein. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Als erstes soll es heute mal um mein Super Mario Bros. 3 Let's Play gehen, welches viele wahrscheinlich überhaupt nicht kennen oder anders, sich schon überhaupt nicht mehr erinnern können. Denn dieses Let's Play hat tatsächlich am 16. Februar, was macht das ist für alle Beteiligten das? Ich weiß nur, dass so jegliche Soundaufgabe auf Soundausgabe, ja. Wisst ihr, was der Witz daran ist? Also erstmal dieses Mikrofon. Oh, das ist unangenehm, ernsthaft, boah. Dieses Mikrofon, was ihr da hört, ist eins von diesen PlayStation 2 SingStar-Mikrofonen. Die konnte man nämlich auch am PC anschließen mit diesem USB-Adapter. Und dann habe ich einfach damit dieses Video aufgenommen. Das heißt, ich saß da mit diesem PlayStation 2 SingStar-Mikrofon und habe dieses Video aufgenommen. Und der Witz daran ist, weswegen ich mich ja auch gerade versprochen habe und weswegen es generell so ein bisschen unnatürlich klingt, ich habe mir das vorher in Word vorgeschrieben, was ich sagen möchte. Ich habe das dann einfach stumpf vorgelesen. Und damals konnte ich das halt noch so gar nicht. Das habe ich ja bei meinem Skangefolster 2-Video jetzt auch so gemacht, da ich das vorgeschrieben und dann vorgelesen habe. Aber da habe ich es halt, denke ich, besser gemacht als das da. Auf meinem Laptop voll unmöglich ist. Er schreit einfach in das Mikrofon rein und hat es nachträglich so leise geregelt, dass man das nicht mehr so hört, dass es übersteuert, weil man einfach gar nichts mehr hört. Ich glaube, ich habe auch so einen Bassboost-Effekt irgendwie drüber gelegt, deswegen klingt das irgendwie so richtig dumpf und so. Ich sitze vor meinem Laptop und kann da machen, was ich will. Da hat mir sogar jemand einen Kommentar drunter geschrieben, glaube ich. Genau, ja. Solltest du mal auf Abonnenten warten, nicht so viele Videos produzieren. Ja, damals hatte ich, glaube ich, so 2 Abonnenten. Immerhin, ich hatte 2 Abonnenten. Deine Videos sind okay, aber nicht die besten. Die Lautsprecher, die du in diesem Video verwendest, tun mir in den Ohren weh. Ja, er meint das Mikrofon. Ja, ja. Ja, ist halt so aufnehmen und so weiter nicht mehr so ganz möglich. Was ja. Das Display, werden einige von euch gesehen haben, habe ich das öfter in kleine Lags gehabt und manchmal... Ja. Ich gerade selbst auch so ein Konzept. Nein. Ah, das ist wirklich das schlechteste Video meiner Meinung nach. Also, die anderen, die sind alle so richtig cringy anzusehen und sowas, aber das da, das tut wirklich weh. Also nicht das, was ihr jetzt gerade seht, sondern das, was ich da gerade zugemacht habe, ne, das Infovideo. Bruder. So, und für alle, die auf dem Kanal aktuell aktiv sind, ne? Es kam ja gerade Super Mario Star Road raus, ist gerade gestartet mit dem Kevin zusammen. Und naja, das Spiel habe ich auch schon mal Let's Playen wollen. Ich habe 2 Parts davon hochgeladen, danach habe ich aufgehört. Aber ich habe 2 Parts davon hochgeladen. Das heißt, das habe ich sogar schon mal irgendwann gemacht, theoretisch. Und ja, das war mein
drittes Projekt quasi. Mein zweites, was man jetzt noch online findet. Ich geh einfach mal rein. Und er pustet wieder direkt am Anfang einfach ins Mikro. Er macht einfach. Warum habe ich denn die Audiospur einfach stumm gestellt an der Stelle? Ich habe doch nichts gesagt. Warum? Das ist so Sache, weißt du, wenn ich mich heute da irgendwie räusper oder irgendwie husten muss oder sowas oder so und ich rede gerade nicht, dann stelle ich das immer stumm. Also ich probiere dran zu denken. Manchmal denke ich nicht dran. Aber ich probiere dann immer dran zu denken, das stumm zu schalten. Dass ich einfach die Audiospur halt rausnehme an der Stelle. Das habe ich damals einfach nicht gemacht. Ich habe es einfach drinnen gelassen, so, weil I don't give a fuck oder so. Keine Ahnung. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 64 Star Road. Ja, das Spiel heißt nur Super Mario Star Road. Gehört. Tja, also erstens mal, dann habt ihr noch nie etwas von diesem Hack gehört. Das ist nämlich ein Hack von einem Spiel, nämlich von Super Mario 64. Und zweitens einmal, solltet ihr dann dringend dieses Let's Play gucken, denn dieser Hack, der ist echt gut. Oh mein Gott, ist das... Oh, was hat er sich dabei gedacht, Alter? Was hat er sich dabei gedacht? Aber hier steht ein Yoshi. Ich habe auch irgendwie so am Anfang dann erklärt, so, warum ich erst den Hack spiele, bevor ich das Original gespielt habe. Nämlich Mario 64 habe ich nie gespielt damals. Meine Aussage war einfach so, ja, ist so. Ja, weil ist so. Und die Kamera. Man sieht schon hier auch die Overworld komplett neu gestaltet und da unten sieht man den ersten Bug, den ich irgendwie letztes Jahr ziemlich oft habe, wenn ich das Spiel getestet habe, den auch immer. Also das Wasser fließt da nicht bis überall ins Schloss und so weiter rein. Das ist eigentlich nur in diesem Was? Bist du bescheuert? Lass mich! Was? Ja, alles klar. Okay, ich denke mal, das war jetzt die Strafe dafür, dass ich zum Sterngott gebetet habe, ohne 120 Sterne zu haben. Oder runterschmeißen oder ähnliches. Und, ich glaube, eindeutiger geht's nicht mehr, oder? Leute, das hier ist Welt 1. Ich habe literally 7 Minuten im Part gebraucht. Ich war 7 Minuten lang im Part drinne und habe keinen einzigen Stern gesammelt und kein einziges Level gezeigt. Ich fühle mich heute schon schlecht, wenn ich am Anfang so 2 Minuten irgendwie labe, bevor ich das Spiel wirklich starte. Ich habe hier einfach 8 Minuten geredet, ohne das Level zu starten, das Spiel zu starten. Was und zum Fick? Was? Kurs 1. Bob. Sind wir schon nach 8 Minuten? Die Videos damals, die ich gemacht habe, waren immer nur so um die 20 Minuten. Das heißt, die Hälfte vom Video habe ich einfach nichts gemacht. Wie viele Sterne hatte ich am Ende? Bitte schön 2? Bob Island. Hier, der tanzt einfach im Wasser ab. Weißt du was, der sieht so fröhlich aus, den lasse ich daneben. Komm. Ich habe mich auch in jedem kleinen Bug aufgehängt. So, alles, was ich gefunden habe, habe ich direkt loskommentiert, Alter. Hast Glück gehabt, Gumba. So, und jetzt kommen wir direkt mal zu einem Stern, der schnell geht und den ich eigentlich nicht holen soll. Und Hilfe weg hier! Oh Gott. Ich habe übrigens bei beiden Mario Star Road Let's Plays, ne? Sowohl bei dem mit Kevin jetzt, als auch bei dem damals, habe ich den Ketten und Stern als erstes geholt. Und zwar, was hier... Der Ketten ist schon mal asozial und die Steuerung im Wasser auch. Das Lustige ist, ich habe ja dieses Mikro mit dem Headset gehabt. Das heißt, das Mikro war immer gleich weit von meinem Mund entfernt. Und trotzdem klingt es so, als würde ich manchmal irgendwie hier reden und manchmal irgendwie hier hinten. So, weil es immer lauter und leiser wird. Das ist ganz seltsam. Ich weiß nicht, was ich damals gemacht habe. Das war irgendwie... Keine Ahnung, ob ich da in der Nachbearbeitung irgendwas rumgespielt habe oder so. Ich weiß nicht, ey. Gab es das in SM64? Unsichtbare Blocks? Blocks. Was? Unsichtbare Blocks, Bruder. Komm. Dan, are you following me or what? Well, you better prepare yourself for a tough battle if you think you are going to go taking my Power Star again. Because I'm not going to go easy on you this time. Übrigens, ich kann nicht sprechen, also verzeih mir das, ne? Brudi, da wollte er es episch vorlesen und hat komplett verkackt einfach. Okay, so. Ach, ich bin ja vielleicht blöd. Ja. Oder? Ich hatte am Ende von diesem Part literally 3 Sterne, Leute. Am Ende vom ersten Part mit Kevin hatten wir 16. Ich hoffe nicht, sonst gibt's hier Befehl. Ich meine, der Part war doppelt so lang und wir waren zu zweit. Aber selbst wenn man jetzt die 3 hier mal 4 nimmt, kommen wir nur auf 12. Also von daher... Erdebriefe, klar. Genau, nee. Oh mein Gott, schnell weiter. Schnell weiter, Alter. Wie gesagt, davon kam auch dann nur noch ein zweiter Part. Danach habe ich nämlich aufgehört, Videos zu machen für die nächsten 4 Jahre. Oh man, Alter. XXL Part 13 habe ich mir mal rausgesucht, weil der nämlich Fail heißt, weil ich da nämlich irgendwie ein bisschen verkackt habe. Und der ist 183 Aufrufe. Alle von diesen XXL Parts haben so um die 200 Aufrufe. Komplett crazy, Leute. Bitte guckt euch diesen Scheiß nicht an. Was ist das? Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Ja.
einen Outtake. Einen Outtake. Alles klar. Digga. Oh. Nee. Wir befinden uns hier gerade im Charakterdesign. Wobei, ist es der Outtake? Jetzt habe ich mich selber verwirrt. Nein. Oder? Ach, keine Ahnung, ist auch egal. Weil wir ja nun auch in... würde ich sagen, bleiben wir lieber beim Standard-Outfit für Obelix, stehen geblieben sind. Die Musik nicht herrlich. Warum hat er das Outfit nicht angelassen? Ist die Musik nicht herrlich? Warum hat er das Outfit nicht angelassen? Weißt du, ganz im Ernst? Leck mich fett. Ich hasse dich. Ist diese Musik nicht einfach wunderbar? Ich, oh mein Gott, Alter. Ich hab das einfach komplett gerade durchlaufen lassen. Einfach so einen gelben Text drüber geklatscht. Ah, nee, Digga. Ja, nee. Ist sie. Nee. Nee. Eigentlich wär's ein Versuch wert, andererseits. Nee. Ist unsichtbar. Okay. Ach, ich war da drunter getaucht, okay. Blöd, natürlich, wir hätten das doch mit Asterix ja auch noch machen können mit den Metallkisten. Aber ich bin so doof. Mit Asterix wäre ich schneller gewesen. Ich bin so froh, dass ich mittlerweile ein Let's Play habe, das zeigt, dass ich das Spiel besser kann und dass ich mich qualitativ seit diesem Jahr da gesteigert habe. Weil stellt euch mal vor, man würde das hier finden, wenn man auf diesen Kanal geht, würde das als Asterix XXL Let's Play auf diesem Kanal finden. So aus Zufall, keine Ahnung, ist ja nicht gelistet, das heißt in der Suche oder so findet man es nicht. Aber man klickt die Playlist durch oder sowas, geplant, da fehlt, nee, geil. Und man findet dieses Video und denkt sich so, ja Mann, Qualität. Ich bin so froh, dass ich mittlerweile ein neues Let's Play dazu habe, was qualitativ so 10 Milliarden Mal besser ist. Verarschen? Und es, auch das, was ich ja jetzt 2019, 2020 mache, lässt sich ja schon noch steigern, durchaus. Das weiß ich auch. Gar nicht. Aber das hier. Oh. Okay, André. Alles klar. Oh, mit Goldfisch drinne. Hier sind noch ein paar Römer. Ich glaube, mein Audio ist nicht mal ganz zum, wie, zu dem Gameplay-Audio synchron, weil ich ja gerade mitgesummt habe. Das klang gerade nicht wirklich synchron. Nee, absolut nicht. Oh man. Ja, und ich kann euch gleichzeitig mit dem Ding nicht springen. Ach nee, Blödsinn, ich bin ja dumm. Ja. Also habe ich total verkackt. Oh, verdammt. Oh. Danke für die Helme. Gerne. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle. Ja, ja, machen wir. Machen wir Schluss. Oh Mann. Okay, in dem Part. Hallo und herzlich willkommen zurück. Oh, das war damals aber echt krasse Überlänge, Alter. 26 Minuten, das war. Boah, das war viel zu lang für damalige Verhältnisse eigentlich. Normalerweise waren meine Parts damals maximal 20 Minuten, eher kürzer sogar. Zu Let's Play Asterix und Obelix XXL. Ja. Gott sei Dank. Das war der Part, den ich aufgenommen habe, während ich selber keinen Ingame-Ton gehört habe, weil meine Laptop-Lautsprecher abgeschissen sind. Was ich ja in dem Infovideo erwähnt habe. Nimmt das. 250 Aufrufe! Ah! Aufnahmeprogramm hier. Ihr seht's, Juni 2015. Oh, das ist mittlerweile exakt eigentlich hier Dings, 4 Jahre her. Crazy. Juni 2015. Ich habe also sozusagen ein halbes Jahr durchgehalten, diese Videos zu machen. Habe in der Zeit relativ wenig Videos gemacht, tatsächlich, auf die Anzahl der Tage bezogen. Und ja. Trotzdem den System ich glaube, das hier war auch eins der letzten Videos. Das war also das letzte Asterix XXL Video. Danach habe ich nicht mehr weitergespielt. Ich habe XXL also damals nicht fertig. Ob aus den Lautsprechern rauskommt? Ja, Lautsprechern rauskommt. Und es und ich komme total aus dem Takt, weil ich keine Musik und sowas höre. Verdammt. Alles klar. Ja, hier stehen sie alle schön in der Reihe am Zittern. Sehr gut. Das wird euch zwar nicht mehr helfen, aber... Ihr seht auch die Lags hier zwischendurch immer, ne? Ich habe das damals auf meinem Windows Vista Laptop aufgenommen und das hat immer gelaggt in der Aufnahme. Und das war mir irgendwie egal damals. So, ich weiß nicht. Ich hatte halt keine andere Möglichkeit, das aufzunehmen. Aber es waren immer diese richtig harten Lags drin und die waren dauernd da drin und das, oh, man kann sich das nicht angucken, Alter. Ich meine, guckt euch das an. Das ist nicht von der YouTube-Wiedergabe oder sowas, das ist im Video. Das ist einfach Standbild. Was ist das? Ups. Meine Fresse, da sind teilweise wirklich eine ganze Sekunde einfach Standbild drin und so, hä? Was ist das? Tornado-Fusion. Die kann ich auch fast verzichten. Das sind ja keine Tattoo-Gewölbe, das sind ja einzelne, wie schon gesagt. Noch irgendwo, ja, da vorne. Ja, verdammt. Und das Audio ist auch unsynchron zum Gameplay, ne? Das Gameplay-Audio. Die Kisten zerschlagen, das war gerade nicht synchron. Hä, willst du waschen?
Jetzt geht hier bei meinem Laptop der Bildschirmschoner an, ich glaub's ja nicht. Ach stimmt, das war damals ja so bei meinem Mister-Laptop. Da ging immer nur nach ein paar Minuten, so eine Viertelstunde sowas, ging der Bildschirmschoner an, weil es irgendwie nicht die Gameplay-Eingaben als Eingaben erkannt hat. Deswegen war dann immer irgendwann kurz Schwarzbild und ich hab nichts gesehen. Das Spiel lief aber weiter und es war nicht pausiert worden. Ah. Ich glaub, es hackt. Ah, die dunklen Zeiten, Alter. Oh Gott. Verarschen wir was? Was? Schachelkugeln runterkommen. Gut, Leute, eine Sache können wir... Oh mein Gott, ey, ich bin so froh, dass wir das durch haben. Eine Sache können wir noch ganz kurz machen. Wir gehen mal hier auf Videos. Wenn YouTube mitspielt. Und dann gehen wir mal auf die allerletzte Seite. Denn das sind die Videos, die ihr alle selber gucken könnt. Ich packe euch mal den Link zur Playlist unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr es sehen wollt, dann tut euch keinen Zwang an. Es ist grauenhaft, aber bitteschön. Vielleicht lasst da mal einen Kommentar auf einem der Videos da hier. Ich sehe das 2020 oder so. oder wer sieht das noch 2020 oder sowas irgendwie, ne? Aber ja. Ach, es nervt mich auch, dass es keinen Shortcut gibt, um direkt auf die letzte Seite zu springen. Was soll das denn, YouTube? Was ist das? Genau, denn ich habe noch ein Let's Play-Projekt, das habe ich mittlerweile aus den öffentlichen Videos rausgenommen. Ist auch nicht mehr in dieser Playlist aufzufinden und das ist das Super Mario Bros. 3 Let's Play. Und ich kann euch doch gleich erklären, warum. Moment. Hier hinten, da. Das war nämlich eigentlich mein erstes Let's Play. Das habe ich rausgenommen, weil ich habe damals, ich weiß nicht, da habe ich glaube ich schon mal in irgendeinem Video erzählt, ich fand das damals irgendwie geil, einfach alles als schwul zu beleidigen, was mir irgendwie nicht gepasst hat, also irgendwelche Level, irgendwelche Gegner oder sowas. Und das geht halt gar nicht klar. Das geht halt überhaupt nicht klar, muss man ganz ehrlich mal sagen. Und deswegen, ja, habe ich das einfach runtergenommen, weil da habe ich wirklich mit Dingen um mich gehauen, da denkst du dir so, nee, das kann halt wirklich keiner auf meinem Kanal finden, also ganz ehrlich, das sollte man nicht sehen. Schau mal, das ist also jetzt wirklich mein erstes Let's Play-Video. Mein allererstes. Und er pustet wieder ins Mikrofon. Bruder. Herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Und zwar Let's Play Super Mario All-Stars. Und alle, die das Spiel kennen, die werden sich jetzt fragen, das ist doch eine Spiele-Sammlung, welches Spiel genau spielst du denn davon? Ja, ich habe mir das Spiel Super Mario Bros. 3 rausgesucht, welches ursprünglich 1991... Das Gameplay ist halt auch wieder viel zu laut. Also nicht viel zu laut, aber es ist schon zu laut. Ich hätte es eigentlich leiser machen sollen, das Gameplay. So aus den neueren Teilen teilweise auch bekannt. Und wurde hier erfunden. Ja. Ich habe das Spiel übrigens davor nie gespielt, bevor ich dieses Let's Play aufgenommen habe. Das heißt, ich dachte einfach so, es wäre eine gute Idee. War es nicht. Ich bin scheiße in dem Spiel. Ich war scheiße in dem Spiel damals jedenfalls. Das war eine sacke dumme Idee. Aber hey, als erstes Let's Play kann man mal machen so. Das heißt, ich habe also wirklich auch direkt mein erstes Let's Play aktiv abgebrochen. Also nicht so inaktiv, so nach dem Motto, oder passiv abgebrochen, so nach dem Motto, okay, ich habe irgendwann keine Videos mehr gemacht, dann war es halt zu Ende. Sondern ich habe wirklich, während ich noch Videos aktiv gemacht habe, gesagt, Leute, dieses Projekt ist abgebrochen, da kommt nichts mehr. Das war mein erstes Let's Play, WTF. Und hier sieht man direkt die nächste Neuerung, und zwar die Overworld. Die muss man jetzt dauerhaft drücken, ist ziemlich nervig. Dann kann man hier, Zack. Ich habe einfach aufgehört zu reden. Dann kann man hier, 10 Sekunden Stille. Und danach redet einfach weiter mit Zack. So, hä? Was ist denn das, Alter? Ich habe einfach aufgehört zu reden. Fliegen und so. Wenn man hier diesen, Balken da unten voll kriegt, indem man rennt, dann kann man auch diese... Fliegen und so, diese. Nochmal. Für Mario geschafft oder so, dann war's das. Immerhin, das Spiel laggt nicht, ja. Das ist ja schon mal was, gut, ne? Dann machen wir direkt bei dem zweiten Level. Hier, Rutschen ist übrigens auch neu, gab's vorher auch noch nicht. Ach ja, so viel wurde hier neu erfunden, ey, ist der Hammer. Oh mein Gott, Alter! Digga, du bist so ein 2000er Kiddy, spielst ein Spiel von, weiß ich nicht, 89 oder sowas und erzählst was von, boah, wie geil das alles war und es wurde alles neu erfunden und yeah! Das ist das Ziel. Okay. Oh Gott. Das ist noch ein Piss. Ey, müsst ihr euch vorstellen, da sitzt so ein 15-jähriges Kiddy. Das Spiel ist irgendwie zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt oder so. Und der kommt mit, ey, ist das alles geil und oh, alles so neu und nice. Weißt du, tut so, als hätte er voll den Durchblick von Videospielen, vom Leben, von allem und hat eigentlich keinen Plan von gar nichts. Ja, gut. Geht mal vor uns. Zack. Ist das Wunder wieder drin, weil ich am Anfang total lame verloren habe. Ich werde noch viele One-Ups verlieren. Weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube nicht. Ja, ich glaube auch. Brothers, bam, bam, bam. Das ist hier wenigstens mal nicht drin.
überall Kanonen und so. Das Schiff wackelt auch so von oben nach unten. Das heißt, wenn der Kugelwilli irgendwie oben abgeschossen wird, das Luftschiff geht dann nach unten, dann geht das Ding nach oben oder so. Also es fliegt halt gerade, aber es ich probiere gerade die Flugphysik von Kugelwillis zu erklären, die halt einfach immer auf einer Ebene fliegen und wenn halt der Boden unter denen runtergeht, dann bleiben die logischerweise da oben. Das heißt, sie sind bezogen zum Boden quasi dann höher als vorher. Das habe ich gerade probiert zu erklären. Ich probiere euch gerade Videospielphysik zu erklären. Luftschiff wackelt. Und hier ist schon das Ende, glaube ich. Also, Pohus sind damit eben gemeint. Ich glaube, die wurden auch hier erfunden, ne? Habe ich den vorgelesen, den Brief? Ja, wenn wir. The way will give chase if you turn away. I have enclosed a jewel that helps protect you, Princess Toadstool. Ja, wenn wir Geister sehen, Achtung, wenn wir uns umdrehen, dann. Ui, ja. Eine Sache muss ich euch noch gerade mal zeigen. Ich habe die Partnamen damals sehr kreativ gestaltet. Und zwar Part 6, der Part ohne Name. Part 7, Part 3 ist Fail. Part 7 ist dann Fail, die zweite. Part 10 ist Fail, die dritte. Part 11 ist Aufgeben. Und Part 12 ist Mega-Giga-Fail. Und das Traurige ist, hätte ich einen Part 13 aufgenommen, hätte ich ihn auf jeden Fall Atom-Fail genannt. Oh mein Gott, Alter. Aber ich habe mir bei den Thumbnails damals einigermaßen Mühe gegeben. Ich habe nämlich hier bei den Asterix habe ich ja immer dasselbe Thumbnail genommen, nur die Partnummer geändert. Bei den Mario Bros. 3 Thumbnails habe ich das in der Mitte zwar immer gleich gelassen und die Partnummer dann geändert. Aber ich habe zum Beispiel hier, Game Over steht hier, den Schriftzug habe ich reingeeditet. Oder die Welten hier links. Ich habe die immer so in halb gesplittet und habe die dann so, ne, aufgeteilt, links und rechts. Und dann sieht man da halt die Welten, die wir bereist haben. Das heißt, hier ist die erste Welt, die zweite Welt. Hier ist ein Teil von der zweiten und dritten Welt, glaube ich, so gemixt. Hier ist der Bum-Bum-Fight, wo ich den schwarzen Hintergrund nicht rausgeeditet habe, weil ich das damals nicht konnte. Also, ja, da war ich schon ein bisschen kreativ. Ich habe sogar diesen Rahmen dupliziert und dann neu reingezogen. Weißt du, sieht man das vielleicht hier irgendwo in größer? Ja, bisschen größer ist es hier. Hier diesen Rahmen, den ihr seht, habe ich hier extra neu reingezogen, weil der war ja eigentlich nicht da. Den musste ich also da sozusagen kopieren, hab den da reingefügt und so. Ja. Damals, das waren die Photoshop-Skills, Alter. Uff, ey, guckt euch mal die Tags an, einfach nur Super Mario Bros. 3, Videogame und Let's Play. Das war's einfach. Das waren alle Tags. Guckt euch mal die Tags von einem aktuellen Video an. Warte mal. Ich muss die Seite einfach mal gerade neu laden, dann müsste ich wieder am Anfang rauskommen. Ja, genau. Guckt euch mal die Tags von hier zum Beispiel Asterix Maximum Gaudium an. Was ist das? Ah, okay. Gut, ich glaube, das war jetzt aber auch genug Cringe für heute. Ich gehe mich jetzt vergraben. Und naja, wie gesagt, die Playlist ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, falls ihr Bock habt. Ich kann euch nicht aufhalten, aber ich empfehle euch, es nicht zu tun, weil das ist nicht gut für Ohren, Augen und Gehirn. Das schmilzt einfach. Also, ja. Nochmal danke an 306 Abonnenten. Wie gesagt, auf die nächsten 300. Wir werden noch viel Spaß haben auf diesem Kanal. Wir werden noch ein paar geile Projekte machen und bestimmt auch ein paar hochqualitativere Projekte als das, was ich 2015 gemacht habe. Das ist kein Kunststück, aber wir machen es trotzdem so. Und naja, dann sehen wir uns bei einem dieser weiteren Projekte, einem dieser weiteren Videos wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.